Halleluja! Shalom, Shalom aus dem wunderschönen Uganda. Ich sitze hier im Garten von unserem Hotel und grüße euch herzlichst. Ja, ich beneide euch nicht um das kühle Wetter, das jetzt kommt in Europa. Wir haben nämlich das ganze Jahr wunderschönen Sonnenschein. Und das genießen wir von Herzen. Der Pastor Daniel Exler von der Strahlen der Freude Gemeinde in Pforzheim und ich haben ein Buch geschrieben. Und zwar der Titel heißt Ab durch die Decke hinein ins Reich Gottes, denn auf uns wartet die Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich euch das Vorwort vorlesen. Dieses Buch ist ausschließlich Jesus Christus gewidmet. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und durch ihn wurde alles geschaffen. Wir können nur immer wieder staunen und anbeten, wenn Gott uns die Augen öffnet und wir seine Absicht erkennen. Er möchte, dass wir ganz eins werden mit seinem Sohn Jesus Christus. Er möchte, dass durch Jesus in uns etwas völlig Neues geschaffen wird. Etwas nie Dagewesenes. Und dies heilt unsere ganze Persönlichkeit, weil Christus unser Leben wird. Gott hat nie beabsichtigt, dass wir als echt wiedergeborene Christen nur mühsam und voller Mangelerscheinungen ans Ziel der göttlichen Berufung gelangen. Nein, das Ziel der Erlösung ist, dass wir in Christus weit überwinden. Wir dürfen mit Christus alle Zeit im Triumphzug umherziehen. Er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu schenken. Ich habe erkennen dürfen, dass Christsein keine religiöse, keine fromme und gesetzliche Leistung ist, die ich erbringen könnte. Es geht einfach um eine tiefe Verbindung mit Jesus Christus. Uns ist bereits alles geschenkt, was zum Leben und göttlichem Wandel nötig ist. Das lesen wir im 2. Petrus 1,3. In ihm können wir in göttlichem Reichtum leben und in seinen Wunden völlige Heilung finden. Die Erlösung in und durch Jesus Christus ist dermaßen vollkommen, dass wir aus reiner Gnade vollständig wiederhergestellt werden können, und zwar in unserer ganzen Existenz. Nun gilt es, sich diese Erlösung, Befreiung und Heilung anzueignen, anzunehmen, zu empfangen. Gott möchte, dass wir durchbrechen auf eine ganz neue Ebene. Und dabei soll euch eben dieses Buch, das Pastor Daniel Exler und ich zusammen geschrieben haben, unterstützen. Wir möchten dich ermutigen, diese göttlichen Wahrheiten zu ergreifen und umzusetzen und ein Leben als Überwinder im Reich Gottes zu führen. Und du wirst sehen, wie du dich in dieses Abenteuer einlässt. Nicht mehr ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wird dein Leben eine Veränderung erfahren, dass du vom Staunen nicht herauskommst. Also, Shalom, Shalom, wage es, neue Wege zu gehen. Das erste Kapitel zu diesem Buch, Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes, denn auf uns wartet die Herrlichkeit, hat Pastor Exler geschrieben und dazu hat er schon ein YouTube gemacht, und zwar raus aus der Angst. Denn zur Zeit ist die Sprache der Angst sehr herrschend auf dieser Welt. Und Angst auf Englisch heißt Fear, false evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns real. Wir müssen jetzt hineinkommen in ein Leben des Glaubens. Und da Glaube heißt auf Englisch Faith. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Und da möchte ich als erste Schriftstelle erwähnen, Hebräer 13, 14, da heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich würde sagen, 99% der Menschen auf dieser Welt haben das tiefe Bedürfnis, sich ein Heim zu bauen und diesen zu einem Ort der Geborgenheit, des Schutzes und des inneren Friedens zu machen. Und diese Vorstellung, dass Geborgenheit, Sicherheit und Erfüllung vom Schaffen eines eigenen Heimes abhängt, sitzt tief in uns drinnen. Und darum investieren viele Menschen einen großen Teil ihrer Mittel, um sich ein möglichst bleibendes, gut eingerichtetes Zuhause zu schaffen.
Allerdings müssen wir dann früher oder später erkennen, dass unsere schönen Wohnungen und Häuser weder zum erhofften Frieden noch zu der gewünschten Sicherheit führen, die wir so dringend brauchen. Und es gibt zahllose unheile Beziehungen. Einsamkeit und Ängste beherrschen so viele Häuser. Das schreit buchstäblich zum Himmel. Und dennoch geben wir uns oft der Illusion hin, wir können uns den Ort der Geborgenheit, an dem es uns an nichts mangelt, selbst schaffen. Wir verdrängen jedoch die Tatsache, dass wir in dieser Welt von einem Tag auf den anderen auch alles wieder verlieren können. Wohnraum, Geld, Beruf, Gesundheit, Beziehungen, alles, worauf wir unser Leben aufgebaut und worauf wir uns verlassen haben. Und das ist keine Schwarzmalerei, sondern die Realität, dass der sich Millionen von Menschen gegenüber sehen, die plötzlich mit leeren Händen dastehen. Und das gilt besonders jetzt in unseren Tagen. Ich glaube, Gott gibt seinen Finger auf alles, auf alle Ideen, wo wir geglaubt haben, da haben wir die Sicherheit, da ist die Geborgenheit, da geht es uns gut. Ja. Darum sagt der Herr in Matthäus 6, 19 bis 21, sammelt euch nicht Schätze auf der Welt, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und weiter dann in dem Kapitel heißt es in Matthäus 6, 33, suchet zuerst. Zuerst ist zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Also wir Menschen investieren alles, um uns in diese Welt einzurichten und dem Leben möglichst viel abzugewinnen. Das ist verständlich, aber auch tragisch, denn nichts auf dieser Erde ist von Dauer. Spätestens der Tod wird dem Menschen alles aus der Hand nehmen. Schätze, die wir eher aber im Himmel sammeln, sind absolut sicher. Was genau sind es denn diese Schätze? Es sind einfach wertvolle Besitztümer von großem persönlichen Wert. Man kann auch sagen, eine Anhäufung von kostbaren Dingen. Meist sieht man bei so einem Gedanken eine große alte Schatztruhe vor sich, die überfüllt goldenen und silbernen Gefäße und Schmuckstücke. Ja, also ich habe ja schon einen Weltkrieg durchlebt und ich weiß, wie vergänglich diese Dinge sind. Wie vergänglich. Durch Feuer, durch Erdbeben, durch Überschwemmungen kann alles über Nacht weg sein. Und in Prediger 1,14 heißt es, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also Besitz, Erfolg und Ansehen sind an sich nicht schlecht. Oft sind sie sogar ein Ausdruck des Segens Gottes. Denn Gott ist immer der Geber aller guten Gaben. Aber sie bergen eine große Versuchung in sich. Entscheidend ist, wie wir mit all dem Guten umgehen, mit dem Gott uns segnet. Im Psalm 62,11 steht, wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Also ich bin so gesegnet auf dieser Welt. Aber eines kann ich garantieren. Ich besitze gar nichts. Denn wenn ich irgendetwas zu besitzen beginne, ich habe schon über 400 große Häuser gebaut, wenn ich da mein ganzes Vertrauen hineinsetze, was immer du besitzt, gibt dir die Möglichkeit, besessen zu werden. Wisst ihr, Geld ist ein sehr, sehr schlechter Meister, aber ein guter Diener. Da heißt es in Matthäus 16,26, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? So, was sollen wir jetzt wirklich sammeln? Jesus fordert uns auf, uns auf himmlische Schätze zu konzentrieren. Ein Beispiel dazu gibt er uns in Matthäus 19,21, wo er mit einem reichen jungen Mann spricht. Und dieser hatte Jesus gefragt, was er Gutes tun sollte, um ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus antwortete ihm erst, dass er die Gebote halten solle. Der junge Mann behauptet, alle Gebote, die hält er bereits.
Und dann sagt Jesus noch, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib sie den Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und für diesen jungen Mann war das unmöglich umzusetzen. Es heißt, er ging traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ja, in Timotheus schreibt Paulus etwas Ähnliches. Er sollte die Reichen auffordern, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Ich hatte eine Mutter, die war eine herzhafte Geberin. Und sie hat mich so erzogen. Und ich bin so dankbar, denn alles, was wir hier jetzt in Afrika erleben, ist eine Ernte von den vielen, vielen Samen, denen meine Mutter mich gelehrt hat, zu geben, zu verschenken. Ich habe 2-mal ein Auto verschenkt, weil Missionare es dringend gebraucht haben. Und bin ich wieder zurück zu meinem Fahrrad. Und heute fahre ich eines der schönsten Autos in diesem Land, aber nicht, weil ich es mir gekauft habe, sondern weil es mir geschenkt wurde. Ja, also wir werden in Gottes Augen nicht ärmer, wenn wir verschenken, sondern immer reicher und können so vorwärts gehen und das Alte zurücklassen. Wo also ist dein Schatz? Ich habe mit dem Herrn ein kleines Übereinkommen gemacht. Ich sage, lieber Gott, ich möchte sterben und nichts mehr gehört mir. Ich möchte alles verschenken, bevor ich sterbe. Es gibt kein Testament mehr, gar nichts, denn alle haben schon das bekommen, was auf Erden zu verschenken ist. Ich möchte nur mal noch ein bisschen Geld auf dem Konto für mein Begräbnis und ein Kleid für den Sarg. Und ich freue mich jetzt schon. Ich bin dauernd im Überlegen, wem ich was schenke. Und ich glaube, Gott wird mir den Wunsch erfüllen. Bei meinem 70. Geburtstag habe ich gedacht, ohne Gott zu fragen, ja, jetzt fange ich mal an mit Verschenken. Ja? Und habe angefangen mit Verschenken. Und ihr Lieben, ich habe so viel zurückgekommen, dass ich nicht mehr wusste, wohin. Und habe gesagt, lieber Gott, das funktioniert ja nicht. Und er hat gesagt, du hast mich nicht gefragt. Die Zeit ist noch nicht reif. Du hast noch Zeit. Und sei eine gute Verwalterin. Wir sollen gute Verwalter sein, aber nicht Besitzer. Amen. Ja. Und neulich habe ich eine gute Geschichte gehört, die mir sehr wichtig geworden ist. Wenn man bestimmte Haifische in einem Schwimmbecken großziehen möchte, werden diese Haie nie über eine gewisse Größe hinauswachsen. Die bleiben klein. Wenn du aber so einen Hai aus diesem Aquarium herausholst und ins weite Meer bringst, wird er wachsen und in seinem natürlichen Lebensraum seiner Bestimmung der Nahrungskette nachkommen, in der Nahrungskette. Also ihr Lieben, die Tatsache hat sehr laut zu mir gesprochen. Wenn wir immer nur in unserer Wohlfühlzone, in unserem gewohnten Milieu, Verwandtschaft, Familie, Wohnumfeld bleiben wollen und nicht bereit sind, uns von Gott hinauswerfen zu lassen, ins weite Meer, dann werden wir nie die Gelegenheit haben, in die Fülle unserer Berufung hineinzukommen und unser volles Potenzial zu entfalten. Wenn ich nur mein Leben anschaue, ihr Lieben, als Gott mich mit 60 aus dem Aquarium Europa herausgefischt hat und hineingeschmissen in das weite Meer Afrika. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so gewachsen, weil ich es notwendig hatte. Und ich bin extrem dankbar, extrem dankbar. Und ja, gut, im Galaterbrief 2,20 schreibt Paulus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, wir müssen uns bewusst sein, man kann nichts in den Himmel mitnehmen. Muss ich euch eine nette Geschichte erzählen. Ich wurde zu einer Familie gerufen und die Großmutter konnte nicht sterben. Und wochenlang, also ist sie gerade knapp am Hinübergehen, aber sie ist immer noch da geblieben. Und dann habe ich gesagt, red doch mit ihr, sie glaubt an Jesus. Und dann bin ich zu ihr und habe gesagt, Oma, bist du bereit, in die Ewigkeit zu gehen? Sagt sie, ja, ich bin schon bereit. Sag ich, ja, und was hält dich zurück? Na ja, sagt sie, weißt du,
das war der Opa, der wollte immer ihr Sparbuch haben. Und da hat sie gesagt, und wenn ich sterbe, kriegt der das Sparbuch. Und das Sparbuch liegt unter meinem Kopfkissen. Und das möchte ich nicht, dass er bekommt. Ich habe geglaubt, ich lache mich schief. Wegen dem Sparbuch, und da war gar nicht so viel drauf, ja. Wegen dem Sparbuch, das sie nicht ihrem Mann vergönnen wollte, konnte sie nicht Abschied nehmen von dieser Welt. Ich habe sie dann überzeugen können, dass im Himmel viel mehr wartet auf sie und dass es, wenn sie das gute Sparbuch loslässt, dass sie dann vielleicht ein neues im Himmel findet mit viel mehr drauf. Und sie ist noch in derselben Nacht heimgegangen in Frieden. Aber von einem anderen Situation habe ich gehört, ein reicher Mann, der wollte einfach nicht den ganzen Reichtum auf der Welt lassen und hat dann mit Gott gesprochen und gesagt, darf ich einen Koffer mitnehmen mit meinen Schätzen? Und dann hat er gehört, ja, kannst du mitnehmen. Gut, dann stirbt er und kommt mit einem riesigen Koffer in den Himmel. Und da steht er vor der Eingangstür und der Petrus sagt, was hast du denn da mitgebracht? Sagt er, ja, meine Schätze. Der Peter macht den Koffer auf, da waren lauter Goldbarren drin und sagt er, aha, ein paar Pflastersteine hat er gebracht. Im Himmel werden die Straßen aus Gold sein. Ja, ihr Lieben, hängt euch nicht. Also ich freue mich so, wenn ich andere glücklich machen kann. Und ich bin so dankbar, dass ich manchen Menschen beibringen kann, dass Geben wirklich seliger ist als Nehmen. Denn du hast dann eine Ernte, die du dir nie hättest selber erarbeiten können. Ja. Und wisst ihr, ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte erzählen. Und zwar vom Weizenkorn. Im Johannesevangelium 12,24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn euch in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So, was erlebt so ein Weizenkorn, wenn es in die Erde kommt? Zuerst einmal ist es dunkel. Es hat keine Ahnung mehr, ob er oben oder unten, hinten oder vorne ist. Die Umgebung beeinflusst dieses Weizenkorn. Dann fängt der Keimling innen drinnen in dem Weizenkorn an, sich an dem Mehlkörper zu nähren, der in dem Samen drinnen ist. Es wird immer größer und größer. Und dabei wird es so furchtbar eng in diesem Korn oder diesem Samen, dass es schreit, es zerreißt mich in diesen Umständen. Hast du das schon einmal erlebt? Ja, Gott möchte, dass die Grenzen deiner Seele gesprengt werden und du durchbrichst in das, wozu Gott dich in diese Welt gesetzt hat. Erst wenn die Seele dem Geist Raum gibt, dann kommt ein Durchbruch. Genauso ist es mit dem Weizenkorn. Erst ernährt es sich total am Mehlkörper, was für unsere Seele steht. Aber das ist nicht das richtige Fundament, sondern die richtige Nahrung ist erst das Wort Gottes. Gott fragt, willst du ein Weizenkorn in meiner Hand sein? Willst du für mich hinausgehen zu jenen, die mich noch nicht kennen? Zu denen, die noch nicht wissen, dass es ein Gnadenjahr des Herrn gibt? Einen Neuanfang zum Leben? Das fragt der Herr alle. Im Matthäusevangelium 28 heißt es, macht euch auf. Wir sind herumgesessen, macht euch auf. Und macht zu Jüngern alle Nationen. Also wir haben einen Auftrag, hinauszugehen. Und wir haben einen Auftrag, das Evangelium hinauszutragen in diese Welt. Amen. Und Gott möchte wirklich einen Neuanfang mit dir machen. Er möchte deine Grenzen erweitern. Aber ein Weizenkorn in der Hand Gottes zu sein, geht an die innere Substanz. Das Ackerfeld, in das wir als Weizenkorn hineingesät werden, um dort zu sterben, besteht zuerst einmal aus unseren Beziehungen zu den Menschen. Denn darin manifestiert sich Reich Gottes. Wenn wir uns auf Schuld und Not, auf Ablehnung und Hochmut, auf Misstrauen und Kälte einlassen, uns dem dunklen, unansehnlichen, schmerzhaften Teil der Realität der allermeisten Menschen stellen, dann werden wir immer wieder den Stern an uns selbst erfahren. Weißt du, Gott braucht, der braucht dein Geld nicht, der braucht gar nichts, der braucht nur deine Verfügbarkeit. Der braucht nur, dass du dich ihm zur Verfügung stellst. Dass du einfach sagst, Herr, hier bin ich,
mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf null reduzieren. Das tut er liebend gerne. Aber, und das ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen für die Menschheit und gib mir Freude und Frieden, wie es die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Es wäre noch so viel zu sagen, aber ihr sollt ja eigentlich das Buch lesen. Sonst braucht ihr das Buch gar nicht mehr lesen. Weißt du, aber Jesus möchte einfach, dass wir alles loslassen. Dass wir in nichts mehr unsere Sicherheit finden, außer in ihm. Außer in ihm. Und da braucht er eine totale Verfügbarkeit von dir. Du sollst dich ihm zur Verfügung stellen. Dann kann er mit dir machen, was er will. Und ich garantiere dir, dass dann macht er mit dir Dinge, die du dir in den wildesten Vorstellungen nicht träumen kannst. Und zwar gute. Aber jetzt möchte ich euch noch etwas sehr Gutes vorlesen aus einem Traktat von Hudson Taylor. Der war im Fernen Osten Missionar. Wie soll ein Christ Frucht bringen? Dadurch, dass er sich müht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird. Durch Meditationen, über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun und lassen soll, über Versuchungen und Gefahren. Nein, er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren, sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal fest geworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen ihrer Fehler und berät sie in jeder Schwierigkeit. Er spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen. Denn sie wissen, dass Christus für heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen. Und sie sind gewiss, dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer neue kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an Jesus. Ja. Und wisst ihr, Gott will radikale Nachfolge. Ein halber Christ ist ja ganz ein Mist. Wir müssen durch den Jordan durch. Und der Jordan steht für unsere Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Und das lesen wir im Galater 2, 19 und 20. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Also Jesus ist sehr radikal. Ich habe da eine Stelle gefunden in Matthäus 4, 18 bis 22, die mich ganz schön auch berührt hat. Als Jesus am See Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Hört ihr das? Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Also das ist sehr radikal. Das ist totale Hingabe. Sie fragten nicht wohin, weshalb, wie lang, wieso und was steht mir bevor. Sie folgten umgehend dem Auftrag Jesu, ließen alles stehen und liegen und gingen mit ihm. Und bei mir war das ziemlich ähnlich. Gott hat zu mir gesagt, ich schicke dich nach Afrika. Und zwar in einem Alter, wo andere nur mehr an die Pension denken. Ich war 60. Und dann habe ich gesagt, also Afrika mag ich überhaupt nicht gehen, weil ich mich immer
so identifiziert habe mit dem vielen Leiden, dass die weiße Haut, also die weißen Menschen, dem afrikanischen Kontinent zugefügt haben. Natürlich waren die Schwarzen auch nicht unschuldig, ja, und haben kooperiert. Ich habe gesagt, Herr, kann ich mich nach China schicken, auf den Nordpol, aber bitte nicht nach Afrika. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich schicke dich als Segen. Und das wusste ich, alles, was ich wusste. Geh nach Afrika als Segen. So, könnt ihr euch vorstellen, wenn deine Tochter mit 60 zur Familie kommt und so, Gott schickt mich nach Afrika. Ja, was machst du dort? Weiß ich nicht. Ja, habe ich keine Ahnung. Er hat gesagt, Gott hat gesagt, ich soll als Segen gehen. Ja, wie schaut denn der aus? Habe ich keine Ahnung. Ja, hast du Geld? Nein. Wo wirst du dann bleiben? Weiß ich auch noch nicht. Also alles konnte ich nicht positiv beantworten. Es war alles gegen die menschliche Logik. Aber ich wusste, dass Gott mich nach Afrika ruft. Und dann haben sie gesagt, da wollten sie mich in einen Irrenanstalt stecken, damit sie mich vor mir selbst schützen können. Und dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ich muss nach Afrika. Und selbst wenn ich zu Fuß hingehen muss, ich muss nach Afrika. Und dann haben sie gesagt, du wirst aber die größte Pleite erleben. Dann habe ich gesagt, nein, Gott wird mich segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht mehr nachkommt. Das war total aus dem Glauben, nicht aus der Logik. Okay? Und heute ist es soweit. Wisst ihr, wir wollen immer Gott in den Griff bekommen. Wir wollen, dass er uns schon im Vorhinein sagt, wie alles laufen wird, damit wir dann bereit sind zu gehen. Gott will dich und mich in den Griff bekommen. Also, Gott, das ist eine besondere Gnade. Ich habe diese Gnade. Ich habe gesagt, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst. Was du willst, wie du willst, wo du willst, wann du willst. Und im Buch habe ich noch viel mehr geschrieben. Aber Gott möchte, dass zwischen dir und ihm eine hundertprozentige Verbindung ist. Du in ihm und er in dir. Und mit solchen Menschen kann er da was machen, denn die stehen ihm nicht im Wege. Ja? Also, aber es geht jetzt eben um noch einen Punkt. Was ist die erste Liebe in deinem Leben? Und da musst du ehrlich werden mit Gott. Ich sage es euch nicht, ihr könnt es im Buch lesen, was meine erste Liebe war. Aber dein ganzes Leben ist gefragt, dass du alles loslässt in die Hände Gottes. Ja, also triff diese Entscheidung, ganze Sache mit Jesus zu machen. Gib dich Jesus ganz hin. Liefere dich ihm ganz aus. Schau nicht mehr auf dich, sondern nur noch auf ihn. Gib ihm alles und folge ihm nach. So ein echter Nachfolger Jesu. Sei ein echter Nachfolger Jesu und sehe volle Erwartung als Jesu Braut deinem Bräutigam entgegen. Denn Jesus sagt, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das lesen wir in der Offenbarung 3. Das Beste liegt noch vor dir. Bremse Gott nicht in seiner Freude, dich zu beschenken mit dem, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Es war der beste Schachzug meines Lebens, dass ich Gott gehorcht habe, nach Afrika zu kommen. Denn was ich hier erlebe, konnte ich mir meine wildesten Träume nicht vorstellen, an Gnade und Gunst. Ich ermutige dich, lies das Buch. Und dann ab durch die Decke ins Reich Gottes, und zwar in die Herrlichkeit Gottes. Es braucht ein Vertrauen, das alles Menschliche übersteigt. Ein Loslassen, ein dich hingeben. Aber Gott hat sich dir schon so hingegeben, hat das Wichtigste gegeben, seinen Sohn Jesus Christus, der alles bezahlt hat, damit du als vollkommen begnadigter Mensch auf dieser Welt leben kannst. Ich lebe es. Und es ist das beste Leben, was man sich vorstellen kann. Also, stell dich Gott zur Verfügung. Er will dir alles geben. Shalom, Shalom.